Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Mini Motorways. Heute machen wir mal die wöchentliche Herausforderung um 17.04.2022 in Wellington. Baue eine Brücke. Beginne mit einer Brücke und unbegrenzt Straßen und es sind keine weiteren Upgrades verfügbar. Okay. Hört sich schon mal gut an. Wolkenkratzer. Alle Tiere sind Kreise. Okay. Bäume und noch mehr Bäume. Mehr Bäume und sie können nicht zerstört werden. Sieht so die Bestenliste aus. 5000 Punkte. Okay. Ja dann, let's go in Wellington. Eine Brücke, unendlich viele Straßen, keine Upgrades. Ach ja, die Bäume können ja nicht zerstört werden. Durch den... Ne, wir bekommen ja auch keinen Tunnel. Können wir auch nicht durch den Berg bauen. Das wird, glaube ich, sehr lustig. Ich versuche immer die Kurven recht mau zu halten, also nicht zu eng. Das bringt die Fahrzeuge dazu abzubremsen. Am Anfang können wir ruhiger das vorspulen, sonst wird das hier gar nichts. Ich baue da einfach mal ein paar Straßen hin. Einfach, dass hier nichts spawnen kann. Ja gut. Da hätten wir schon das erste Problem. Hier muss es jetzt schon eine Kreuzung geben. Ne, Tunnel bekommen wir ja auch nicht. Nice! Ah, sehr gut. Jo. Ne, das sind zwei Kreuzungen zu nahe beieinander. Kurz anhalten, bitte. Dann können wir vielleicht den hier wegnehmen. Aus dem Spiel nehmen. Aber trotzdem hier was hinbauen, dass ich nicht spawnen kann. Auch die gelbe Straße hier. Dann kümmern sich die gelben hier um den hier. Die drei gelben hier um den hier. Rot kommt von hier drüben. Hat einen recht langen Weg. Blau sind drei Fahrzeuge. Ist das schlau? Keine Ahnung. Gelb hat da schon recht viel zu tun, wenn ich das so sehe.
Ja, blau und gelb kommen sich jetzt hier in die Quere, das ist doof. Ich weiß nicht, wie viel schlauer das ist. Aber wir können es versuchen. Andererseits gibt es halt jetzt hier auch noch blau. Können wir halt doch versuchen, hier drüber zu gehen. Gut. Es läuft einigermaßen. Das ist jetzt ein Problem. Da brauchen wir eigentlich fast die Brücke. Können wir eigentlich hier auch noch eine Straße so bauen. Blau kann einfach hier dran angeschlossen werden. In der Hoffnung, dass mehr Fahrzeuge hier rüber gehen. Einen Tunnel haben wir ja nicht. Und bekommen wir auch nicht, das ist doof. Hier hat den großen Mount Victoria. Der uns im Wege steht. Gelb hat halt einen langen Weg und blau auch. Und hier stehen viele blaue Autos. Und hier eine Kreuzung zu machen, haben wir schon gesehen, ist doof. Bringt ein großes Chaos hier bei Gelb rein. Das ist gut, wenn hier mehr blau spawnt, das ist gut. Hier oben könnten wir Gelb gebrauchen, das wäre etwas, was uns helfen würde. Aber trotzdem läuft es einigermaßen ganz okay bis jetzt. Hehe, bis jetzt. Really? Grün von hier drüben? Über die blaue Straße. Hier noch eine dritte Abzweigung. Und hier zwischendurch. Das wird hier schon ein Problem, das sehe ich kommen. Und das ist ein Problem mit und hier hoffentlich kein Rot oder sonst irgendwas, dann wäre es auch schon wieder ein Problem. Ja, gut. Du kannst dort ruhig bleiben, dich werden wir nicht gebrauchen können. Das ist jetzt ein Problem. Lachsfarben hier. Oh no, das ist ein Berg. Müssen sie hier hochbringen. Über die blaue Straße hier zwischendurch. Hier hinten lang. Und hier runter. Das wird gar nichts. Das
wird absolut gar nichts. Lachs wird uns umbringen. Das sehe ich. Lachs wird unser Killer sein. Naja, ich habe auch, ich mag auch keinen Lachs, von daher ganz okay. Ja, du bringst gar nichts. Ich kann man vergessen. Gelb und rot. Eben Lachs wird jetzt schon ein Problem. Wieso fahren die jetzt hier rüber? Können wir für Gelb hier eine Abzeichnung machen? Dann fahrt ihr halt statt hier oben lang. So geradeaus durch. Blau. Muss jetzt auch noch über die Straße, wo Grün und Lachs schon sind. Ach du Scheiße. Oder wir können hier noch eine weitere Kreuzung machen und hier noch eine. Um bis nach hier hinten zu gehen. Oh Junge, Junge, Junge. Ich weiß nicht, ob das besser ist, dann hier einfach dann Chaos besteht und hier, statt alles über eine Kreuzung laufen zu lassen, ist wahrscheinlich vielleicht schon besser, zwei Kreuzungen zu haben. Halt kurz nacheinander, aber geht nicht anders. Geht wohl anders. Dann hätte es ein bisschen mehr Platz dazwischen. Haben wir irgendwo ein Problem? Ne, dich können wir nicht mit reinnehmen. Du wirst hier verrotten. Tut mir leid. Gelb hätten Potenzial. Soll eigentlich reichen die gelben hier. Vier gelbe für hier. So bräuchten wir dich rein theoretisch gar nicht, aber du hast kurzer Weg, daher ist das gut. Lachs hat vier. Blau hat hier 1, 2. 13 für 2. 2 für hier. Die Straße bräuchte es eigentlich auch nicht. Ne, Gelb können wir hier nicht mit anschließen. Das ist doof. Sonst hätten wir die Grünen mit einbeziehen können, aber können wir nicht. Und da stehen eh zwei Fahrzeuge einfach rum. Oder? Vielleicht bringt uns das doch etwas. Okay. Ja, hat sich erledigt. Wir haben keine Brücke. Wir müssen hier den Landweg nehmen. Irgendwie hier hinten durch. Nee, dich muss ich im Spiel lassen. Geht nicht anders. Die müssen hier lang, dann wird halt hier eine Kreuzung draus. Und hier ein dritter Arm. Junge. Wird lustig, wir haben gerade mal 500 Punkte. Ich sehe da irgendwie kein gutes Potenzial für viele Punkte, weil Lachs schon ein Problem hat. Dich müssen wir mit einbeziehen irgendwie, wenn es möglich ist. Ich weiß halt nicht, ist es besser, mehr Kreuzungen zu haben, weniger Kreuzungen zu haben?
Ja, lass ich mal so. Zwei machen sich jetzt auch auf den Weg. Kommt da noch Gelb hinzu? Das ist eigentlich egal. Jetzt hat es noch Grün. Lachs hat sich ein bisschen beruhigt. Lila hat... Ja, nee, Dunkelblau hat ein Problem. Gelb könnten wir hier mit einbeziehen. Wenn es das bräuchte. Keine Ahnung, ob es das braucht. Grün. Ne, das ist eben, glaube ich, doof. Und viele Fahrzeuge auf einen Punkt reinkommen. Grün hat ein Problem. Möchten wir fast eine gerade Strecke durch. Ist eine grüne Haus. Hilft uns das vielleicht irgendwie etwas? Können wir versuchen? Keine Ahnung, was was bringt. Sie fahren zumindest los. Das ist gut. Das ist halt mal etwas langsamer laufen. Grün wird ein Problem sein. Jetzt kommt dann gleich der Timer schon. Lachs hat auch ein Problem. Jo, was ist denn hier los? Grün und Blau. Wir müssen alle hier lang. Alter. Aber wieso gehen die dann hier oben lang? Check ich nicht. Lachs kommt von hier unten, die müssen hier hoch. Da ist, da hat es ein Riesenproblem, das irgendwie nicht gelöst werden kann. Zu Lachs kommt jetzt nichts mehr, da wird gleich der Timer starten. Auch Rot hat ein Problem. Jetzt kommt da auch nochmal Lachs dazu. Das sieht so aus, als ob es das schon gewesen wäre. Lars kommt einfach nicht mehr dahin. Wir können versuchen, hier irgendwie einen Schleichweg zu machen, aber das bringt, glaube ich, nichts mehr. Sieht nämlich schon so aus, als ob es zu spät wäre. Die haben einfach einen zu langen Weg. Blau hat jetzt auch ein Problem. Kommen auch nicht mehr da lang. Ich weiß nicht, was die Grünen hier machen. Die müssen gar nicht hier drüber fahren. Die könnten hier entlang. Lachs hat keinen Timer mehr. Blau hat aber einen. Rot wird auch den haben. Die hier auch. Das. Das sieht gar nicht gut aus. Hier ist ein riesen Problem. Blau wird uns umbringen. Ich dachte zwar, Lachs würde uns umbringen, aber es sieht wohl eher aus, als ob es blau wäre. Die kommen einfach nicht zu
komme nicht so schnell durch diese Kreuzung hier. Kann ich auch nicht wegnehmen. Alter, das war's. Oh no. Gerade mal fast 1000 Punkte. Ja, das war's. Errungenschaft freigeschaltet, Wochenpendler. Zu wenige Autos erreichen dieses Ziel rechtzeitig. Der Verkehr brach nach 48 Tagen zusammen. 943 Pendler waren in dieser Zeit auf deinen Straßen unterwegs. Gerade mal 943. Nicht nice. Wellington. Und Cheese. Das kann ich immer gut gebrauchen für die Thumbnails von YouTube, von daher mache ich das immer. Gut, das war's dann mit Wellington und der täglichen Herausforderung. Mal schauen, auf welchem Platz wir hier sind. Gar nicht drauf, oder was? Check ich jetzt nicht. Wir werden gar nicht angezeigt. Okay, gut. Wieso auch immer. Aber die meisten schafften wohl auch bloß so 400, 500. Obere 5% bin ich, okay. Hier. Platz 373 von der Welt. Und umgebend Platz 373. 943 Punkte. Ja, okay. Hört sich jetzt schlecht an, aber ich glaube, das ist doch eigentlich ganz okay, bei den oberen 5% zu sein. Doch, doch. Damit kann ich leben. Ja, somit vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Mini Motor Race und bis zum nächsten Mal. Tschüss.